Welcome back to another German food review, and it's McAnally time. Yeah, Lidl, American or US label, and it's the American snack box with mozzarella sticks, chili cheese nuggets, and onion rings, and a dip, a hot chili dip. Oh, I hope this is one is okay. But yeah, let's check it out here. Calories, 100 gram. 280 calories, a lot of salt, yeah, really high. Okay. Per portion, 420 calories multiplied by 3. Yeah. Okay, and it's for the oven, but it's a little bit complicated. No, not complicated, but it's work. First, the onion rings. And then 2 minutes later, the chili cheese nuggets. And then 2 minutes later, the mozzarella sticks for 6 to 7 minutes. Yeah, interesting. So you have to watch it. Yeah, that's not so good. How many degrees? 180 degrees. Okay. Yeah. And it's made in Germany by Frostkrone Tiefkühlkost GmbH. Konrad Adenauer Straße 28. Price for this one is €2.99. Yeah, let's open it. Is there a proper way? No. Let's check this out here. No, there's no proper. Ah, on top, of course. And it works. Interesting. I hope there's a box inside, like this here. Okay. What should I do now? No idea. Okay, onion rings. That's more coat than onion. What is this? Yeah. What's this? Mozzarella sticks. 3, 6 mozzarella sticks. And 3, 6, 7, chili cheese nuggets, and there must be a dip. And there's the dip. Yeah, it's cold, but it's not frozen anymore. So yeah, I heat this up in a microwave, I think. Okay, yeah, I will prepare the oven, and then let's check it out. See you in a second. Okay, it's preheated. Let's open it. And yeah, the onion rings first. Well, that's not a good idea in front of an open to open this package. But yeah, it works. I hope this fits here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, not enough space, I think. But yeah, let's see. Oh, this is hot. Oh. Yeah, that will fit. Okay, and now the book for 2 minutes, and then the chili cheese nuggets. Yeah. See you in 2 minutes. 2 minutes are over. It's time for the nuggets. Okay. Seven nuggets. Oh, they're cold. And I hope it's enough space for the mozzarella sticks. But yeah, we will see in 2 minutes or three or whatever. See you again in 2 minutes. So it's time for the mozzarella sticks, I think. Okay, let's open this pack here. Okay. I hope it fits. Yeah. Mm-hmm.
Yep, that's how it looks. And yeah, the final 6 to 7 minutes. Here we go. So, see you in 6 minutes. Okay, let's take a look here. Is this hot? Not really. Okay, this one was hot. Yeah, let's take them out. I hope it's finished. Okay. Yeah, it looks the same, doesn't it? Let's taste it in a second. Okay, yeah. That's how it looks. I let it cool down a little bit so it's not that hot anymore, and then it's eating time. And here's the dip, by the way. Yeah, not microwaved. Okay, see you in a second. Let's eat. Yeah, look at this. Onion rings, chili cheese nuggets, and the mozzarella sticks. Yeah, let's start with the onion rings here. Oh, there's an onion ring inside. And it smells like onion. Nice. Yeah, let's try it. Tastes like this coat here, and they taste like the Burger King onion rings a little bit. I guess this one has more onion flavor. Now, just a little bit, but you can feel the onion. Okay, now it tastes like hot sauce, but yeah, it's okay. Yeah, more coat than onion, but I guess it is true for every onion ring, coated at least, and not a mozzarella stick. Yeah, looks like cheese. A little bit. Let's try it. It tastes like cheese. ~150 onion rings, 140 grams of chili cheese nuggets, and 120 grams mozzarella sticks. Okay, yeah, one more. Yeah, looks and tastes like cheese. Nice. It's better than the onion rings. Last one, the chili cheese nugget. Let's check out what's inside. Yeah, I guess this is jalapeno pieces with some sort of cheese stuff. Let's try it. Good. Yeah, this is my favorite from this box here. Tastes a little bit like the Burger King
Chili cheese nuggets, but they are not as crunchy. Yeah, they are not fried, but I guess you can fry them. Then it's the same. Interesting, and now with the sauce here. No. Standalone, it's better. One more try here. Yeah, this stuff is a little bit hot. Sweet and sour. Okay. But yeah, I prefer it standalone. I guess it is jalapeno. Let's check it out. Okay, the only they say chilies, maybe. Don't know. But yeah, tastes quite good. My favorite. Number two. Number three, but it's everything is okay. Yeah. Huge, what's inside here? That's interesting. Oh no, it's just a monster ring. It's not even a ring. Okay. Yeah, the coat alone is dry, but with the onion, it's not that dry. Okay. Yeah. American snack box from McAnady Lidl. Thumbs up, it's okay. Yeah, tastes good. Yeah, thanks for watching. I'll continue in German. Heute gibt's hier die amerikanische Snackbox oder American Snackbox von McAnady aus dem Lidl für 3 Euro. Da sind drin Mozzarella Sticks, Chili Cheese Nuggets, ein Hot Chili Dip and Onion Rings. Und ja, macht man im Ofen, ist ein bisschen Arbeit. Zuerst kommen die Onion Rings rein, 2 Minuten später die Chili Cheese Nuggets und 1 oder 2 Minuten später die Mozzarella Sticks. Ja, und dann ist noch dieser Dip dabei. Der sollte natürlich aufgetaut sein, wenn ihr das Ganze macht. Aber ich würde mal sagen, den braucht ihr nicht unbedingt. Das kann man auch so essen. Ja, das so sieht's halt aus. Und ich fange mal an mit den Onion Rings hier. Okay, der war crunchy. Der ist natürlich mehr Panade als Zwiebel, aber hier ist schon mehr Zwiebel drin als bei Burger King. Schon nicht schlecht. Die Panade allein ist trocken. Mit der Zwiebel zusammen geht es allerdings, ist nicht trocken. Ja, scheint zu funktionieren. Hier seht ihr die Zwiebel. Jetzt ist das nur noch das Zeug hier, das ist trocken. Deshalb werde ich mal den Dip hier benutzen. Ja. Ist fettig, ohne Ende. Die sind okay. Das sind halt Zwiebelringe. Was soll das schon so ein Besonderes sein? Aber die kann man schon essen, den hebe ich mal noch auf. Dann kommen wir zu den Chili, zu den Mozzarella Sticks. Ja, und hier ist der Bruchtest. Und der sieht so ein bisschen nach Käse aus. Manchmal ist der, sah der aus wie Käse, jetzt sieht es irgendwie aus, ein bisschen anders. Aber es schmeckt nach Käse. Ja, kann man schon snacken, geht. Ja, 150 Gramm haben 420 Kalorien, also mal 3. 1062 Kalorien. Und übelst viel Salz, habe ich bestimmt gleich Durst. Ja. Und hier sind Chilis drin. Bei den Chili Cheese Nuggets zeige ich euch gleich. Ja. Kommen wir zu den Chili Cheese Nuggets.
Habe ich ja gerade von Burger King gemacht, deshalb habe ich hier einen guten Vergleich. Machen wir mal auf. Der sieht ein bisschen anders aus. Grüner als von Burger King. Aber hier seht ihr auch die Chilis. Ich koste mal. Und der Inhalt schmeckt ziemlich gleich zu den Burger King-Dingern. Der einzige Unterschied ist, ja, das kommt aus dem Backofen. Die Burger King-Dinger sind in der Fritteuse gemacht und das merkt man am Außenrum. Ich denke, man kann die hier auch frittieren. Dann wird es genau dasselbe sein. Also der Inhalt schmeckt jedenfalls genauso. Probiere ich hier mal so eine. Okay, zu klein zum Kauen. Der Käse ist lecker hier drin. Ja. Dann aus dieser Box hier ist das der letzte Platz. Aber ich muss dazu sagen, alles in der Box ist in Ordnung. Ja, ist viel Fett drin, viel Salz. Kann nicht schief gehen. Das hier ist eher der langweilige Snack, aber es geht schon so zum Wegsnacken. Das hier ist auch etwas langweilig, aber schmeckt nach Käse. Ja, ist halt ein Käsesnack. Gibt es auch bei Burger King die Mozzarella Sticks, die hatte ich noch nicht. Mozzarella Stick kommt auf Platz 2 und dann die Chili Cheese Nuggets hier. Ja, dafür ist eigentlich diese Soße hier da, aber die schmecken besser, wenn sie alleine sind. Ich koste noch mal, aber es geht schon, dann schmeckt es aber halt nach dieser Soße. Und die haben alleine auch wirklich einen guten Geschmack. Ja. Das Zeug hier ist süßlich, säuerlich und ein bisschen scharf. Ja. Und ihr solltet darauf achten, wenn ihr das macht, dass das aufgetaut ist, sonst könnt ihr es nicht benutzen. Alles klar. Ja, insgesamt. Habe ich den Preis schon gesagt? Ja, 2,99 Euro. Bekommt die Box hier ruhig einen Daumen nach oben. Ja, viel Fett und viel Salz. Wie gesagt, da kann nicht schief gehen. Kann man schon essen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.